Hagenbecks Tropenaquarium verspricht seinen Besuchern so einiges. Auf 8000 Quadratmetern soll man auf eine Expedition gehen können, vom dichten Dschungel bis in die Tiefen des Ozeans. Das Tropenaquarium liegt direkt am Tierpark, kostet allerdings separat Eintritt und kann somit auch einzeln besucht werden. Entsprechend widme ich ihm hier auch ein eigenständiges Video. Falls ihr euch auch für den Zoo interessiert, schaut also gerne auch mein Video zum Tierpark Hagenbeck. Dass es sich beim Tropenaquarium nicht um ein gewöhnliches Aquarium handelt, wird direkt am Anfang des Rundgangs deutlich. Hier wird man nämlich begrüßt von den quirligen Katas. Die wunderschöne begehbare Anlage ist wie ein Marktplatz eingerichtet und ermöglicht es den Tieren ganz nah zu sein. Neben den vielleicht bekanntesten Bewohnern Madagaskars leben hier außerdem Gebirgsloris, die aus Neuguinea und Nordostaustralien kommen. In der Natur würden sich diese beiden Arten also niemals begegnen, aber hier funktioniert das Zusammenleben sehr gut. Über einen Holzweg führt der Rundgang weiter an einigen Reptilien vorbei. Hier zeigt sich schon, dass man mit offenen Augen durch das Tropenaquarium gehen muss, wenn man wirklich alles sehen will. Wobei wirklich alles wird man wahrscheinlich auch nicht sehen können. Die Python hat sich zum Beispiel vor uns versteckt, aber immerhin gab es hier die ersten Fische zu sehen. Kaum zu übersehen sind die Klippschliefer. Man sieht es ihnen nicht an, aber diese kleinen Kerlchen sind tatsächlich sogar mit Elefanten verwandt. Sie haben sich über viele Millionen Jahre getrennt voneinander entwickelt, aber ihre DNS-Teilchen sind immer noch die gleichen. Nebenan wuseln die Zwergmangusten durch ihr Gehege, das wie ein eingestürztes Haus gestaltet ist. Allgemein muss man die Szenerie hier wirklich hervorheben. Sie macht es möglich, dass man sich hier ein Stück weit wirklich in die Tropen hineinversetzt fühlt. Im nächsten Aquarium leben unter anderem Schützenfische, die ihren Namen daher haben, dass sie mit gezielten Spuckstrahlen Insekten aus der Luft abschießen. Direkt nebenan bekommt man durch eine Glasscheibe einen tiefen Einblick in das Becken der Nilkrokodile. Die sind meist eher träge und inaktiv. Um einen so spektakulären Anblick zu genießen wie wir, muss man also wirklich einfach Glück haben. Über eine Treppe geht es hoch zum Ausblick über den Krokodilteich. An dieser Stelle sei allerdings auch erwähnt, dass es auch einen rollstuhlgerechten Pfad durch das Tropenaquarium gibt. Der Ausblick über den Teich ist fantastisch und darüber hinaus gibt es hier weitere schöne gestalterische Ansätze wie dieses nachgestellte Krokodilsgelege. Ein Minenschacht führt wieder nach unten. Hier gibt es einige Terrarien mit Reptilien und Schlangen. Unter anderem haben wir hier doch noch unsere Python zu Gesicht bekommen. In einer Höhle flattern zahlreiche Fledermäuse. Brillenblattnasenfledermäuse, um genau zu sein. Der Besucher kann sie hier ganz besonders beim gefräßigen Gedrängel sehr gut beobachten. Hier in der Höhle gibt es noch einiges mehr zu entdecken, unter anderem den Zagros-Molch. Die attraktiv gefärbten Molche haben erst seit 1975 Artstatus und leben nur in einem relativ kleinen Verbreitungsgebiet im Iran. Dem Rundgang folgend kommt man zu einigen Großterrarien mit weiteren Schlangenarten. Hier hat sich uns insbesondere die grüne Mamba ungewöhnlich aktiv präsentiert. Meistens sieht man Reptilien ja doch eher so, still und nahezu unbeweglich. Aber wir haben auch den Glauerts Felswaran bei einem seiner Ausflüge erwischt. Das atmosphärische Licht und die Akustik kann nur eines bedeuten. Jetzt geht es in die Tiefen des Ozeans. Wie das Innere eines U-Boots sind die Gänge hier gestaltet, aus denen man durch Bullaugen in die Aquarien schauen kann. So viel sei vorweggenommen, das hier wird nicht der spektakulärste Einblick in das Riff der Haie bleiben. Durch ein weiteres Bullauge habe ich eine Myrene dabei erwischt, wie sie aus ihrem Rohr gleitet. Eines ist klar, Erlebnisse wie diese wird nicht jeder bei seinem Besuch haben, aber spektakuläre Ansichten scheinen doch sicher. Der Anblick dieses großen Korallenriffs ist zum Beispiel garantiert immer beeindruckend. Und mit Kindern kann man hier natürlich wunderbar Findet Dory spielen. Ich kann hier jetzt natürlich nicht über jedes der Aquarien und seine Bewohner sprechen, dafür gibt es hier einfach zu viel zu entdecken. Diesen lustigen Anblick der Rochen muss ich allerdings natürlich noch ins Video nehmen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es einen noch spektakuläreren Einblick auf das Riff der Haie gibt. Hier ist er nun. Groß wie eine Kinoleinwand. Was ein
Anblick. Die Acrylglasscheibe ist insgesamt 14 Meter lang, 6 Meter hoch, wiegt 26 Tonnen und musste in 5 Einzelteilen von Japan nach Hamburg transportiert werden. Durch sie durch erblickt man hier unter anderem gefleckte Adlerrochen, amerikanische Spitzrochen, graue Riffhaie, Schwarzspitzenriffhaie und Zebrahaie. Dank der zahlreichen Sitzgelegenheiten kann man hier wunderbar verweilen und den Anblick genießen. Außerdem ist das Ganze natürlich eine wunderbare Fotolocation. Wenn man es dann doch geschafft hat, sich von diesem Anblick einmal loszureißen, führt der Weg wieder hoch in die große Tropenhalle. Zum Abschluss des Rundgangs bietet sich noch einmal ein wunderschöner Überblick über die Halle und außerdem kam hier dann auch das erste Mal richtig zur Geltung, dass in dieser Halle eben auch viele freifliegende Vögel unterwegs sind. Ihr habt es also jetzt schon selber gemerkt, ein Rundgang durch das Tropenaquarium ist sehr abwechslungsreich und bietet zahlreiche Highlights. Von der begehbaren Cutteranlage über die Unterwasseransichten auf die Krokodile bis hin zum großen Riff der Haie hat das Tropenaquarium wirklich einige Highlights zu bieten. Im Gegensatz zum Tierpark, der vor allen Dingen mit seiner Historie überzeugen kann, bietet das Tropenaquarium ein hochmodernes Erlebnis, das in Deutschland zumindest meiner Meinung nach einzigartig ist. Wenn ihr Tropenaquarium und Tierpark besucht, dann kann es durchaus sein, dass es euch genauso wie mir ergeht und ihr am Ende sagt, das Tropenaquarium war definitiv das Highlight. Auch wenn die Eintrittspreise leider relativ heftig ausfallen, ist damit im Grunde genommen, glaube ich, auch schon klar, ja, ein Besuch im Tropenaquarium lohnt sich auch alleine. Lasst mich natürlich gerne wissen, ob ihr diesem Urteil zustimmt. Wenn ihr das Tropenaquarium kennt, würde mich eure Meinung sehr interessieren. Ansonsten lasst mich wissen, ob ihr jetzt nach diesem Video vielleicht einen Besuch plant. Im nächsten Zooeindruck geht es um den wunderbaren Zoo Osnabrück, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und ansonsten haltet die Augen auf, denn in den nächsten Tagen kommt eine ziemlich große Ankündigung. Falls es euch gefallen hat und noch nicht geschehen, dann klickt unbedingt auf Abonnieren, wenn ihr mehr Zoo-Videos sehen wollt, aktiviert am besten auch die Glocke und folgt Zoo-Erlebnis gerne auch auf Instagram. Das war's von mir, wir sehen uns bald wieder, bis dann, euer Martin.